Ja, hallo, Profifoto Podcast Dezember 2013, pünktlich zum Erscheinen unserer Dezemberausgabe mit nicht weniger als 148 Seiten inklusive Profifoto Spezial zum Thema Canon EOS. Außerdem im Heft alles zur neuen Nikon DF, zur Alpha 7, 7R und zum Profoto B1. Sie werden fragen, wieso Profoto B1 so wichtig ist. Das Gerät, ein Kompaktblitz mit integriertem Akku, ist TTL-fähig, ein Gamechanger im Studioblitzbereich. Und einer der ersten Fotografen, die damit produziert haben, war Richard Walch. Wir waren für Sie mit der Kamera dabei. Welcome to the famous mountain quarry Michelangelo in Carrara, Italy, the place where the Bartini family cuts the white marble since over 60 years. My name is Richard Walch. I'm the photographer. The heroes on set, Thomas Oehler and Vicky Gomez. Our mission, to test the new off-camera flash with TTL, the Profoto B1. We need it just a little bit higher, about this much. The first challenge is to make Thomas pop off the enormous background while styling a trick on a 30-ton block of marble. The plan? To light the scene with only 4 cordless flashes. Now it's time to really see what these flashes can deliver. Thomas has trained the trick. All flashes are put in position, it's time to roll. I really wanted to separate him from the background, so I decided to put red filters on the 2 background lights. The scene was huge, but with the power of the B1, I was able to light up the entire background with only 2 flashes. Now we're inside the mountain, and the site looks like a giant cathedral. The challenge is to light up this tremendous cave with only 4 flashes, 2 for the background and 2 to freeze Vicky's action. The B1 has enough muscle to shoot a sequence of up to 20 flashes per second, perfect to capture a trick. One of the many things that make the Air TTL unique is that I can divide my flashes in up to 3 groups and change the power setting of each group remotely. We have a couple more shots on the list and I really need to speed things up a little. I will try the TTL mode, all automatic, just like using a speed light, but with a lot more power. I'm asking my assistants to move a bit closer with the lights. Without changing the setting on the camera, the exposure stays just perfect. My last shot is what I call a hero portrait. I want Vicky to look very tough. 2 RFI strip softboxes left and right with soft grids and 1 soft light reflector from the top. This is great. You're home. Nice to work with you guys. Alrighty, thank you. For me, the thrill starts outside the studio, and this new cordless flash helps me to shape the light on location easier and more comfortable than ever before. It's a natural step up. Coming from a speed light, you gain power and control without sacrificing on the TTL comfort. At the end of the day, that gives me more freedom for my creative approach. And that's what it is all about. Alles über die neuen Profoto B1 Kompaktblitze im aktuellen Heft. Bereits in der letzten Ausgabe vorgestellt haben wir die Gewinner des Felix Schöller Photo Awards. Jetzt in unserem Podcast werfen wir einen Blick in die Jury. Ich glaube, der Felix Schöller Award, der nun zum ersten Mal überhaupt erst ausgeschrieben wurde, umfasst eine enorme Bandbreite von Einreichungen
Und was für mich als Juror überzeugend war, ist, dass man eine Vielzahl von Stilen, von Ästhetiken, von Bildsprachen sehen konnte. Also ich habe mit ganz viel Herzklopfen die Sachen angeguckt im Vorfeld. Es waren ja so viele Arbeiten, dass wir Tage vorher schon eine Vorauswahl treffen mussten. Und man war dann doch ganz allein mit sich selber. Und dann aus diesen vielen Einsendungen was auszuwählen, und ich habe ja mit sehr vielen Bildern zu tun, das hat mich auch sehr berührt. Also erstmal für mich war das Positivste überhaupt, dass die Einreichung für den Wettbewerb, oder zumindest das, was wir heute hier gesehen haben, durchweg auf einem ziemlich hohen inhaltlichen Niveau angelegt war. Also das heißt, es gab zu jeder Arbeit ein Konzept, einen Gedanke, einen Inhalt, jetzt mal unabhängig davon, in welcher Kategorie das stattgefunden hat. Und das fand ich erstmal überraschend und sehr, sehr positiv. Und das macht natürlich auch eine Aussage über den Preis, also über den Felix Scholler Award. Absolut herausstechend ist natürlich unser Best of Best, unser Overall-Gewinner, eine Porträtarbeit, die bildsprachlich ganz intensiv, ganz dicht ist und die auch von der Stimmung her ganz viel transportiert. Eine Arbeit, die ich ganz besonders mag und wo ich mich sehr freue, dass die Best of Best geworden ist. Beeindruckt hat mich auch sehr stark, das war die Kategorie, die ältere Dame, die mit ihren 89 Jahren jeden Tag im Atlantik schwimmen geht. Und das seit ihrem 15. oder 16. Lebensjahr. Die Aufnahme, die Serie, die war fantastisch. Das nächste Mal ausgeschrieben wird der Felix Schüler Photo Award 2015. Die Serie-Arbeiten und der insgesamt 12-minütige Report über die Jury und die Preisverleihung finden Sie im nächsten Profifoto Interactive bei iTunes, das kurz vor Weihnachten erscheint. In dieser App außerdem eine Reportage über das Making-of einer Autoproduktion der Superlative, über 40 Autos in 48 Stunden, fotografiert vom Team von René Staudt in Stuttgart. Wir waren auch dort mit der Kamera für Sie dabei. Ja, das war unser Report vom Fotoshooting im Rahmen der Leica Schloss Binsberg Classics im letzten Herbst. Das
Januar-Februar-Heft von Profifoto erscheint noch vor Weihnachten. Nicht verpassen, dann mit einem Spezial zum Sony Alpha-System und vielen weiteren Themen mehr. Wir sehen uns dann wieder hier beim nächsten Podcast. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao. Tschüss.